So, Michael, hier ist dein Geschenk. Ja! Deine neue Fotokamera. Ist es gut? Ja, super. Ja? Danke schön, Kai. Was gibt's für Jonas? Ein niegelnagelneues Hoovercard. Geil. Ja? Geil. Danke. Das kommt da dran. Vielen, vielen Dank. Ja? Richtig geil. Das freut mich, ne? Und wenn du das kaputt gemacht hast, kriegst du jederzeit ein neues von mir. Ne? Du weißt ja, ne? Wir sind ja Friends Forever jetzt. Ja. Liebe Fine, du träumst schon seit langem von einem schönen Plätzchen im Garten, an dem du mit deinen Freunden spielen und Spaß haben kannst. Deswegen bekommst du von uns ein Baumhaus geschenkt. Oben in der Baumkrone könnt ihr euch gemütlich Mädchennachmittage machen und Pläne für eure nächsten Abenteuer aushecken. Das wird ein Spaß. Hm? Cool. Oha! Dein Geschenk für dich gibt es nämlich demnächst ein neues Horn. Und so ein Horn ist ja nicht ganz günstig. Und ich weiß, du hast schon eine ganze Weile darauf gespart. Ja. Ja, deine Eltern haben auch noch ein bisschen was drauf gegeben. Und wir zahlen den Rest. Und dann kriegst du es endlich, dein neues Horn. Danke, vielen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß damit. Du hast aber auch musikalische Vorlieben. Wen hörst du besonders gern? Sarah Connor. Zum Beispiel? Ja. Andreas Caballé. Tolle Künstler. Sehr gut. Und die alle wirst du nämlich jetzt auf deiner neuen Musikanlage hören können. Cool! Danke! Bitteschön! Ich glaube, da gibt es für dich jetzt etwas, was dir ganz viel Freude bereiten wird. Ui, danke! Dein niegelnagelneues Notebook, dein Laptop. Wow. Dann geht der alte in Top Größe, was? Und so, ja. Und guck mal, wir haben hier gleich einen ordentlichen Bildschirmschoner installiert, ne? Dass du uns auch immer in guter Erinnerung behältst. Ne? Liebe Eva, wir haben es eben gehört. Danke. Wow. Oh. Dankeschön. Wir steuern da einen entscheidenden Anteil zu bei. Was steht da? Stradivari. Ja. So. Eva, viel Spaß mit der neuen Geige. Ja. Danke. Und vielleicht fährst du ja dann mit deinem neuen Mountainbike auch nach Hamburg zu einmal. Danke. Ja? Geil. Ich weiß, danke, dass du aus dem anderen, aus deinem jetzigen wirklich rausgewachsen bist. Ja. Da hängst du mit den Knien schon am Boden. Ne? Ja, danke. Helm ist auch dabei, natürlich passend in der Farbe. Geil, ja? Danke. Ist das richtig gut? Ja, das ist richtig geil. Und Eleni, dein Geschenk steht bereit. Wollen wir mal gucken? Ich weiß, dass du dich drüber freuen wirst. Muss ich nur noch gucken, dass es nicht umfällt, wenn ich es zu abnehme. Dein neuer Elektroscooter. Du schwärmst von einem richtigen Reitstunden auf einem Pferdehof und die bekommst du. Und jetzt wird sich dein Traum erfüllen. Also viel Spaß, ein Jahresabo für einen Pferdehof. Ja. Und ich, Süße Maus, ich lade euch natürlich ganz herzlich ein, nächstes Jahr nach München am 20. August auf mein großes Konzert, dass ihr mit dabei seid. Die ganze Familie. Ja. Du hast dir ein tolles Geschenk verdient und ich weiß, dass das etwas ist, worüber du dich sehr freust. Oh, ein Mikroskop mit ganz vielen Dingen hier noch dazu, mit denen du dann deine ganz eigenen Untersuchungen zu Hause machen kannst. Ist das etwas, was du gerne möchtest? Ja. Ja? Ist das toll? Ja. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Jetzt gibt's was ganz Exklusives nur für dich. Und ich glaube, das wird dich noch weiter nach vorne bringen. Deine niegelnagelneue Eishockey-Ausrüstung. Ja? Ich habe dann auch noch ein kleines Geschenk dafür. Für dich. Guck mal. Unterschreibe ich dir noch kurz. Super gemacht, Anton. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Boah. Da du ja bisher immer noch auf deiner kleinen Kindergitarre spielst, das muss sich ändern. Ne? Die muss sich ja mit der Körpergröße weiterentwickeln. Gibt es für dich nicht nur diese super Gitarrentasche, ne? Sondern... da ist auch noch was drin. Oh, ist die schön. Ist die schön, oder? Ja.
Liebe Leona, du bekommst von uns eine niegelnagelneue Campingausrüstung mit Zelt, Schlafsack und Thermomatte. Und liebe Felicitas, dir erfüllen wir auch deinen größten Wunsch. Du bekommst deine eigene Airtrack-Matte, auf der du dich dann so richtig austoben kannst. Viel Spaß euch beiden mit euren Geschenken. Dankeschön. Danke. Ja? Oh, ich glaube, Tamina, deine Geschwister sind genauso nervös und aufgeregt. Pass auf, ich kann das insofern, kann ich ein bisschen beruhigen. Es ist was für die Schule. Ja, das wusste ich, dass du dich da wieder hinsetzt. Ne? Es ist was für die Schule, so was man auch in den Trainingspausen gebrauchen kann. Und ich glaube, Tamina, du wirst dich sehr darüber freuen. Viel Spaß mit deinem neuen Tablet und die passende Hülle. Die gibt's gleich noch oben drauf dazu. Danke. Ja, bitte, bitte, bitte. Lieber Marcel, wir wissen, du wolltest im letzten Urlaub unbedingt Kitesurfen gehen. Dieser Wunsch wird jetzt wahr, denn du bekommst von uns einen Kitekurs in Cuxhaven. Und einen Neoprenanzug, den gibt es auch noch dazu. Ich bin mir sicher, dass du die ein oder andere perfekte Windböe erwischen wirst. Lieber Felix, hier ist dein Geschenk. Pass auf. Geil. Ja. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Rennrad-Heimtrainer. Mit ihm kannst du dich so oft du möchtest zu Hause auspowern und dabei ein richtiges Trainingserlebnis haben. Einfach dein eigenes Rennrad einklinken und los geht's. Ich bin mir sicher, bei so einem Training kann der nächste Triathlon dann bald vielen, kommen. Vielen, vielen Dank. Danke, vielen gerne. Dank. Sehr gerne, sehr geil. Gerne. Viel Spaß Dankeschön. Damit. Liebe Charlotte, dein großer Traum ist es, Schauspielerin zu werden. Wir machen den ersten Schritt möglich und schenken dir ein professionelles Fotoshooting. Aus den Fotos, die dort entstehen, wird deine erste Setcard gestaltet. Und damit ist die erste Rolle und die Kamera vielleicht schon mal ein Stück näher. Viel Spaß dabei. Danke. Liebe Charlotte. Ich habe auch noch was für dich, weil ihr gehört, dass du das so gerne machst, dass es dir so einen Spaß macht, würde ich dich ganz herzlich zu mir nach Köln einladen, zu Dreharbeiten, wenn du magst. Einfach mal hinter die Kulissen gucken und wenn du magst, kannst du vielleicht auch mal in einem Sketch oder so mitspielen. Oh ja. If you like. Ja, okay, danke. Okay, danke. Oho. Und liebe Denise, Geschenke, Wünsche, Träume sind sehr unterschiedlich. Und bei dir geht es, glaube ich, in folgende Richtung. Ein niegelnagelneuer Geigenkasten. Boah. Danke. Das sieht richtig, guck mal, das sieht, da kann man eine richtig teure Geige, hier. So, guck mal, ich wollte gerade sagen, da kann man eine richtig teure Geige reinpacken. Und schau mal, was da noch drin ist. Das ist Ann-Sophie Mutter. Mit einem persönlichen, handgeschriebenen Autogramm wow. Für dich. Na? Danke. Tja. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.